Bei den neuesten Projekten für die Bundeswehr drohen abgrundtiefe Finanzlöcher. Stefan Stuchli, Kim Otto und Nikolaus Steiner über die teuren Geschäfte des Bundesverteidigungsministers. Die neue Welt der Bundeswehr in einem Werbefilm. Der Hubschrauber NH90, hier die Marineversion. Leistungsstark soll er sein, vielfältig einsetzbar. Ein Musterbeispiel dafür, dass man die Lehre aus dem Drohnendebakel gezogen habe. Offiziell. Wir planen nur, was wir uns leisten können. Wir beschaffen, was wir brauchen und nicht, was uns angeboten wird. Sodass wir jetzt nur noch das planen, was wir uns leisten können. Nur, dieser Typ Hubschrauber erfüllt laut interner Prüfung der Bundeswehr nicht das, was die Marine braucht. Er könne nicht so viele Soldaten transportieren wie gefordert. Für Sonderkommandos sei die Heckrampe falsch konstruiert. Such- und Rettungseinsätze seien nicht möglich. Das Urteil eines Prüfberichts der Bundeswehr aus dem Jahr 2011, der Monitor vorliegt, klingt passagenweise vernichtend. Zusammenfassend muss daher festgestellt werden, dass er als Bordhubschrauber als nicht geeignet zu bewerten ist. De Maizières Ministerium antwortet uns, diese Untersuchung entspreche nicht mehr dem aktuellen Sachstand. Der neue Marinehelikopter erfülle alle geforderten Funktionalitäten. Experten sehen das anders. Rudolf Schivon war fast 40 Jahre bei der Bundeswehr, dann Berater für EADS, jetzt Chefredakteur einer Fachzeitschrift. Aus militärischer Sicht, aus Sicht von Fachleuten, die sich damit beschäftigen, gibt es keinen Grund, weshalb man den NH90 Sea Lion ausgewählt hat. Die Gründe müssen Sie hier im Politischen suchen. Das geht gar nicht anders. Politische Gründe, das ist die Verantwortung von de Maizière. Er trifft eine Entscheidung für die europäische Rüstungsindustrie, offenbar unabhängig davon, ob das auch militärisch sinnvoll ist. Imagefilm der Bundeswehr für die Heeresversionen des Helikopters. Auch vom Versprechen des Ministers, kostengünstig zu kaufen, ist nicht mehr viel übrig. Monitor liegt das geheime Papier des Bundesrechnungshofs über den Hubschrauberdeal im Original vor. Jeder Hubschraubertyp wird pro Stück um mehr als 20% teurer. Danach steigt der Gerätesystempreis für den UH Tiger von 47 auf 60 Millionen Euro und für den NH90 von 38 auf 46 Millionen Euro pro Hubschrauber an. Am interessantesten ist aber der unscheinbare Satz am Ende des Rechnungshofberichts. Man müsse Lösungen finden, die vergaberechtlich unbedenklich sind und größtmöglichen Wettbewerb schaffen. Zu Deutsch, das Hubschraubergeschäft müsste neu ausgeschrieben werden. Aus Sicht des Ministeriums ist vergaberechtlich nichts zu beanstanden. Doch sogar die EU-Kommission fordert jetzt eine Stellungnahme der Bundesregierung. Wir zeigen unsere Unterlagen dem Haushaltsexperten der Grünen, Tobias Lindner. Seiner Meinung nach umgeht das Verteidigungsministerium den Wettbewerb systematisch. Das wirkt wieder nach verkappter heimischer Industriepolitik und ist vor allem das Gegenteil dessen, was Thomas de Maizière immer öffentlich predigt, nämlich mehr Wettbewerb im Beschaffungsgeschäft, darauf zu achten, dass man das günstigste und beste Produkt am Markt kauft. Was man hier gemacht hat, ist ohne Ausschreibung einen Hubschrauberdeal abzuschließen, einen Marinehelikopter zu bestellen, der sich in Analysen als mangelhaft erwiesen hat. Nach de Maizières Drohnendebakel ist das bereits der nächste Fall von teurer, fragwürdiger Beschaffung für die Bundeswehr. Was versprach der Minister nach der Drohnenaffäre? Wir planen nur, was wir uns leisten können. Wir beschaffen, was wir brauchen und nicht, was uns angeboten wird. Doch auch bei den Handfeuerwaffen stimmt das offenbar nicht. Beim neuen Maschinengewehr MG5 hatten sich ein deutscher und ein belgischer Hersteller beworben. Doch die Ausschreibung wurde laut Experten genau auf diese Waffe zugeschnitten. Das Maschinengewehr des deutschen Herstellers Heckler & Koch. Insofern kann man sagen, dass bereits bei der Ausschreibung die Weichen gestellt wurden für das Produkt von Heckler & Koch. Die Ausschreibung beim MG5 wurde so frisiert, dass am Ende nur ein möglicher Wettbewerber, nämlich Heckler & Koch, überhaupt noch in Frage kommen kann. Das ist das Gegenteil dessen, was die Bundesregierung immer predigt, nämlich Wettbewerb auch bei der Beschaffung von Material für die Bundeswehr zu schaffen. Für das Unternehmen Heckler & Koch, das tief in den roten Zahlen steckte, kam dieser Auftrag zur rechten Zeit, so die Wirtschaftsanalysten. Immerhin geht es um bis zu 240 Millionen Euro. Das Heckler & Koch Maschinengewehr gibt es im Moment vor allem im Firmenvideo. Das belgische MG hingegen benutzen bereits viele NATO-Staaten. Es ist im Kampfeinsatz erprobt. Doch das störte das Ministerium offenbar nicht. Die eigenen Leute sehen das anders. In einem internen Papier aus dem Bundesamt für Ausrüstung schlagen die Wehrexperten vor,
Das Vorhaben, Maschinengewehr Mittel MG5 nach kritischer Überprüfung neu auszuschreiben. Der Minister lässt vermelden, keine neue Ausschreibung. Doch auf Anfrage von Monitor teilte der Bundesrechnungshof heute mit, er prüfe auch das Beschaffungsverfahren beim MG5. Neue Probleme für den Beschaffungsminister. Thomas de Maizière hat ja nach dem Drohnendesaster versprochen, es gibt jetzt die beste Ausrüstung für die Truppe, es wird Geld gespart und es wird mehr Wettbewerb bei Beschaffungen geben. Das hier ist das absolute Gegenteil davon. Das ist verkappte Industriepolitik mit Milliardenbeträgen auf dem Rücken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Tarnen und täuschen. Altes Soldatenhandwerk. Keine Tugenden für einen Verteidigungsminister. Tja, das nennt man dann wohl einen politischen Wiederholungstäter.